Professor Sander, herzlich willkommen. Sehr schön, dass es klappt und vielen Dank für Ihre Zeit. Sie sind einen sehr bekannten Namen in der deutschen Kryptobranche. Sie haben unter anderem das Blockchain Center der Frankfurt School gegründet. Sie sind auch sehr aktiv in der Förderung von Startups in der Branche. Also sehr schön, dass es heute klappt. Heute wollen wir über das spannende Thema Corporate Tokenisierung sprechen. Und vielleicht bevor wir einsteigen, ein paar Fragen über Sie. Ab wann hat grundsätzlich die Blockchain-Technologie Ihr Interesse geweckt? Und wie kann eigentlich diese tolle Idee zustande, ein Blockchain-Center an der Frankfurt School zu gründen? Ja, also in der Tat, das sind gute Fragen. Wir haben das Thema damals schon so ein bisschen strategisch überlegt, als wir das Blockchain Center so ein bisschen im Konzeptstadium hatten. Das war 2015 und hatten überlegt, so die Blockchain-Technologie sollte zu dem Zeitpunkt schon eine gewisse Bedeutung im Kapitalmarkt einnehmen. Zu dem Zeitpunkt 2015, 2016 ist man davon ausgegangen, dass vor allem Unternehmensanwendungen relevant sind. Da hatten zahlreiche Banken auch schon angekündigt, dass Blockchain-Systeme in Betrieb gehen sollen, bis damals Ende des Jahres, das war 2016, 2017. Und was ist am Ende passiert? Gar nichts. Stattdessen sind die Kryptowährungen aufgestiegen bis hin zu fast 3 Billionen Bewertung. Inzwischen ist es wieder abgestürzt. Und wie fühlen sich Ihre Studenten heutzutage mit Ihnen im Bear Market? Immer noch hoch motiviert oder haben Sie was gespürt? Die jungen Leute, die sind da eigentlich von dem Bärenmarkt noch so ein bisschen unbetroffen. Wahrscheinlich, weil sie auch noch nicht so finanziell tief drin hängen. Also man merkt so ein bisschen, die Stimmung geht raus. Ich habe ja auch einen Podcast und da merkt man auch zum Beispiel an den Zuhörerzahlen, die sind nur noch halb so hoch wie vor einem Jahr, weil einfach das Interesse gerade nicht da ist. Ist aber nicht schlimm, wir sehen es ja immer an verschiedenen Bereichen, das unterliegt immer Zyklen, da kommen neue Themen dazu, alte fallen weg, die Leute sammeln sich wieder und ich könnte wetten, dass es früher oder später den nächsten Hype gibt für Bitcoin, für Ethereum und so weiter. Und auch diese Totsagungen, ja, so Bitcoin, war es das jetzt und so weiter, ist alles Quatsch. Also die Technologie ist da, sie funktioniert, sie ist dezentral. Man kann sie sowieso nicht anhalten. Und nicht unterschätzen bitte, es gibt zehntausende Menschen, die tagtäglich hier programmieren. Das ist weitaus mehr, als im Unternehmenssektor an Blockchain-Anwendungen programmiert wird. Und früher oder später wird bei dieser Masse an wirklich brillanten jungen Menschen irgendwas dabei rauskommen. Das wäre Ihre Definition von Token. Also die können natürlich mehrere Formen nehmen, unterschiedliche Zwecke dienen. Also welche Definition hätten Sie und in welche Anwendungsfelder sehen Sie das am sinnvollsten? Also genau, also Token ist letztendlich schon mal nichts Rechtliches, sondern man weiß inzwischen eigentlich sehr gut und hat es eigentlich ganz gut verstanden, dass der Token so eine Art Hülle ist, die was hineinpacken kann. Also manche Leute sprechen von einem Container, manche Leute sprechen von einer Vase und in diesen Container kann ich irgendwas reinpacken. Wenn ich jetzt in diesen Container zum Beispiel den Dollar reinpacke, dann gelten quasi die Regeln des US-Dollar-Geldverkehrs, je nachdem wie Amerika das eben reguliert hat. So wie Europa das ganze Thema reguliert, ist es zum Beispiel so, dass eben der Euro nur sehr schwerlich in diese Hülle des Tokens reinpasst, aufgrund der harten Regulatoren oder der harten Anforderungen. Deswegen gibt es zum Beispiel keinen signifikanten Euro auf Blockchain-Basis. Ja, das heißt, das, was ich quasi innen drin habe, definiert letztendlich den Rechtsbereich. Und das tokenisiere ich dann, das heißt, das packe ich in einen Token rein. Und damit im Prinzip ist ein Security-Token zum Beispiel nichts Neues, sondern der bessere Begriff sind aus meiner Sicht Digital Securities, also in Deutschland elektronische Wertpapiere. Das ist einfach ein Wertpapier, wie wir es jetzt auch wirklich schon seit Jahrzehnten haben, aber eben quasi gebunden an einen Token. Und das Blockchain-Netzwerk, also zum Beispiel Ethereum als Smart Contract-Plattform, hat dann die Funktionalität, diesen Token quasi zu bewegen und das Eigentum daran zu verwalten. Ja. Das heißt, dann habe ich quasi, ich besitze den Token und durch den Tokenbesitz besitze ich auch die Aktie. Ich kann den Token aber zum Beispiel Ihnen rüber transferieren, egal wo Sie sind. Sie können in Argentinien sein oder auf dem Mond, ist egal. Und das ist schon gigantisch, weil es gibt keine Technologie auf der Erde, die es ermöglicht, Wertetransfers dieser Art peer-to-peer über alle ihren Grenzen hinweg Punkt zu Punkt auf der Erde zu ermöglichen, wie zum Beispiel Ethereum mit 20 Sekunden Transaktionsdauer, zum Beispiel für 100 US-Dollar. Und sehen Sie, neben die Vorteile, die Sie gerade genannt haben, also Schnelligkeit, Peer-to-Peer,
weitere Vorteile von der Tokenisierung von Assets? Und sind die vielleicht auch Risiken dabei? Genau, also gut, da entstehen natürlich auch ganz viele neue Risiken. Also gerade zum Beispiel bei Ether oder eben auch bei Bitcoin als quasi organisches Asset dieses Blockchain-Netzwerks ist es ja so, dass wenn ich den Ether oder den Bitcoin verliere, weil ich ihn zum Beispiel auf einem Wallet habe und ich verliere das Passwort dazu, dann ist dieser Token unwiederbringlich verloren. Aber es entstehen eben dann doch ganz viele neue Risikofaktoren, auch Probleme. Zum Beispiel ist das auch aus meiner Sicht der Hauptgrund, warum Unternehmen bis heute Tokens überhaupt gar nicht einsetzen, wie sie es könnten. Also sagen Sie mal, eine Firma, die Tokens schon in der vollen Breite einsetzt. Okay, mit Adidas und so weiter, NFTs, da gibt es jetzt schon mal die ersten paar, aber es ist eigentlich dünn. Stattdessen habe ich bei den privaten Personen, also Individuen, inzwischen eine Durchdringung erreicht von 200 Millionen Menschen auf der Erde. Das Weiße Haus hat ermittelt, dass es in Amerika 16% der Bevölkerung sind, 40 Millionen Amerikaner. Und die EZB hat gesagt, dass es in Europa 10% der Bevölkerung sind, auch nochmal 40 Millionen Menschen. Aber von einer großen Adaption im Unternehmenssektor kann man da bis heute nicht sprechen. Das liegt unter anderem eben daran, dass es quasi die Verwahrungsinfrastruktur für Unternehmen noch nicht gibt. Also sowas wie eine Bank, die Tokens aufbewahrt für Unternehmen, gibt es bis heute nur in kleinerem Ausmaß, noch nicht richtig systematisch. Und die Selbstverwahrung, also quasi Unternehmen verwahrt selber seine Tokens, die Selbstverwahrung ist für Unternehmensstand heute eigentlich organisatorisch nicht darstellbar. Also da tut sich, sind wirklich ganz, ganz, ganz viele Punkte, die neu sind. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich das Potenzial der Technologie immens groß. Wie gesagt, Punkt-zu-Punkt-Transaktion auf der ganzen Erde. Unkonfiszierbarkeit, das heißt, wer hier das Thema Blockchain immer noch negiert als eine Spielerei oder sowas, also soll man dazu sagen, der hat es einfach noch nicht verstanden, weil einfach Unkonfiszierbarkeit, Punkt-zu-Punkt-Transfer auf der ganzen Erde in wenigen Sekunden, Cross-Border, ist einfach, das ist eine geniale Technologie, die wir so eben gerade erst beginnen zu verstehen. Gibt es vielleicht aber trotzdem Use-Case, die Sie in der Zukunft sich durchsetzen können? Also wo sehen Sie da Potenzial? Was wird vielleicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren im gewerblichen Bereich passieren? Wo sehen Sie da Potenziale? Für den gewerblichen Bereich ehrlich gesagt nicht so viele Potenziale. Der Potenzial für den individuellen Bereich ist wirklich weitaus größer. Das zeigen heute schon die Zahlen. Für mich ist Blockchain auch nicht eine reine Technologie, sondern gerade das Thema Krypto ist letztendlich ein Ansatz, wie man bestimmte Dinge neu organisieren kann, nämlich dezentral. Und damit eben auch teilweise nicht durch Unternehmenshierarchien, sondern eben durch individuelle, dezentrale Netzwerke. Diese ganzen Geschichten um die Smart Contracts zeigen, dass es funktioniert und dass eben auch tausende Menschen nach diesen Systemen schon handeln. Das ist einfach also quasi Dinge anders organisiert, aber eben nicht unbedingt im Sinne, wie ein Unternehmen das einsetzen könnte. Ich weiß gar nicht, wo plötzlich eine Adoption von 5% bei Unternehmen herkommen sollte. Ich sehe es einfach nicht. Hat die letzten Jahre auch nicht funktioniert. Und deswegen sehe ich das nicht. Immer da, wo Individuen plötzlich eine gewisse Relevanz haben, und deswegen ist die NFT-Szene so spannend, dort kann schon eine gewisse Adoption eintreten. Das beste Beispiel ist NFTs, um letztendlich Kunden, wenn man so will, zu markieren, wie so eine Art Digital Twin, so dass auch datenschutzkonform zum Beispiel Kunden in der Zukunft auf eine komplett andere Weise adressiert werden können als heute durch Facebook, Google und so weiter und so fort. Also das ist schon außergewöhnlich faszinierend. Und da sieht man aber, dass Adidas zum Beispiel oder auch Nike diese NFT-Technologie jetzt nicht für Unternehmensprozesse oder Effizienzen einsetzt, sondern eben wiederum für die individuelle Komponente. Weil das NFT besessen wird zum Beispiel von einem Sportfan, der halt einen Nike-Schuh oder einen Adidas-Schuh kauft. Der genau. Haben Sie da schon konkrete Beispiele gesehen oder glauben Sie, einige Ansätze sich durchsetzen werden? Ja, es kommt jetzt so langsam, aber also at scale funktioniert das alles noch gar nicht. Also die Idee ist ja zum Beispiel wie folgt, also hatte ich jetzt letztens gehört, also nur jetzt mal ein Beispiel. Ich heiße Philipp und ich habe quasi meine Identität natürlich auch elektronisch im Sinne eines Ethereum-Wallets, eine Ethereum-Adresse, die beginnt mit 0x und dann ABCD hinten dran. Und diese Adresse, die kann ich zum Beispiel in einem QR-Code verstecken. Ja? So, jetzt einfach mal so als Beispiel. Ich gehe in ein großes Gebäude rein, da ist ein Aufzug drin.
Der Aufzug hat eine Kamera, ich halte mein Handy davor, die Kamera scannt meinen QR-Code, damit hat der Aufzug Wissen über meine Ethereum-Adresse. Meine Ethereum-Adresse hat ein paar Parameter zu mir, also nicht viele Daten, gell? Nur 4, 5, 6 Parameter, zum Beispiel Alter, vielleicht Wohnort oder irgendwie sowas, was halbwegs unkritisch ist. Also keine präzisen Informationen, nur grobe Informationen für mein Cluster sozusagen. So, was macht da der Aufzug? Der zeigt mir Werbung an, und zwar genau die Werbung, die für meine Gesellschaftsgruppe halbwegs tauglich ist. 42 Jahre, männlich und wohnt in der Stadt. Ja, damit im Prinzip kann man mich schon ein bisschen anders bespielen mit Werbung, als wenn ich zum Beispiel eine 18-jährige Frau wäre oder eine 62-jährige Frau und auf dem Dorf leben würde. Das sieht man zum Beispiel schon. Ja. Und das Spannende ist ja jetzt, datenschutzkonform muss der Aufzug, ja. Ich habe ja meine Identität und quasi diese 4 Parameter dem Aufzug übergeben. Das ist alles datenschutzkonform darstellbar, weil ich ja quasi ansonsten keine Daten dem Aufzug übergeben muss. Und ich muss auch niemanden bitten, im Sinne von Facebook oder sowas, diese Daten bereitzustellen. Ja, sehr gut. Sie haben das auch kurz angerissen, das Thema Legal. Was ist eigentlich der legale Wert eines UT-Tokens oder einer NFTs, wenn es zum Beispiel einige Vorteile gibt, wie Rabatte oder andere Vorteile. Hat sich zum Beispiel die Bundesregierung schon damit beschäftigt oder gibt es eine gewisse Gesetzgebung oder vielleicht im Ausland? Was passiert, wenn irgendwas schiefläuft mit einem Smart Contract oder mit einem Utility Token? Ja, das ist eine ganz tolle Frage, weil es kommt natürlich immer darauf an, wer hier agiert. Ja? Wenn quasi ein Intermediär agiert, zum Beispiel eine Bank in meinem Auftrag, dann hat die Bank natürlich das Problem. Das ist ja genau der Grund, warum bis heute die Unternehmen sich relativ stark von der ganzen Blockchain-Technologie fernhalten. Ja. Die Blockchain-Technologie ermöglicht ja aufgrund ihrer Inklusionsfähigkeit auch mir persönlich, dass ich als Philipp diesen Smart Contract bediene. Dann ist es mein Risiko, also intermediärsfrei. Und deswegen, wer hat das Problem? Derjenige, der es macht, entweder ich oder die Bank. Und das zeigt eben, dass aufgrund der Risiken, die das Ganze momentan noch hat, sich die Intermediäre, die Banken, die Börsen traditioneller Art relativ weit davon fernhalten und zunächst mal erst mit ersten Experimenten starten, weil halt das Risiko, dass was schief geht, eben doch erheblich ist. Aber es ist gut, dass wir hier in Deutschland sagen können, dass die Regulierung ganz gut geraten ist. Also zum Beispiel hat das Finanzministerium vor über 2,5 Jahren die sogenannten Kryptoverwahrregeln in Gang gesetzt. Demnach wurde quasi vom Staat festgelegt, wie Börsen und Banken Bitcoins und andere Kryptowährungen halten müssen und eben damit auch Produkte und Dienstleistungen für den Kunden anbieten zu können. Es gibt auch schon die ersten kleineren Banken, die diese Regeln benutzen. Es gibt auch größere Bankenbörsen, die in Zukunft diese Regeln benutzen werden. Das heißt, hier wurde quasi die rechtliche Basis geschafft, Dienstleistungen anzubieten mit Kryptowährungen seitens der Banken hin zum Kunde. Also das ist bemerkenswert, weil eigentlich sonst in Europa viele andere Länder nicht solche klaren Regeln haben. Ja. Diese Regeln wurden dann jetzt fortgeschrieben durch die sogenannte MiCA-Regulierung, die tritt 2024 in Kraft. Da wird alles, was mit Krypto zu tun hat, ja, Bitcoin, DeFi, NFT, also weite Teile NFT, nicht alles wird quasi reguliert durch die MiCA-Regulierung einheitlich für 400 Millionen EU-Bürger. Das ist schon wirklich imposant. Kurze Frage als Abschluss. Glauben Sie, dass die Nutzung von Token in der Wirtschaft, also mit Fokus auf die Beziehung zwischen Firmen und Kunden, dass sie mit der Entwicklung von der Kryptomarktkapitalisierung, also grundsätzlich der Preis von Bitcoin, korreliert? Oder erwarten Sie da deutlich weniger Volatilität und vielleicht kontinuierliches Wachstum im Gegensatz zu, was wir bislang mit Ethereum und Bitcoin gesehen haben? Ja, das ist auch eine gute Frage. Also mal nach vorne hin sieht man natürlich immer die Bitcoin-Preise, Ethereum-Preise, man sieht die enorme Volatilität. Ich glaube, dass sich die über die Jahre reduzieren wird, aber ich glaube auch, dass sie über noch eine ganze Zeit lang so bleiben wird. Ja, das heißt, die Volatilität ist was, das muss man einfach hinnehmen und einfach akzeptieren, dass die Schwankungen sehr groß sind. Erst in einigen Jahren dürfte das, wenn das ganze System sich noch stabilisiert hat und auch herangewachsen ist, ein bisschen normalisieren, ehrlich gesagt. Man darf aber auch jetzt vor allem nicht, darf das nicht drüber hinwegtäuschen, dass eben im Vordergrund diese Medienberichterstattung bezüglich der schnell schwankenden Preise steht.
aber im Hintergrund ja trotzdem unglaublich viel programmiert wird, aber darüber wird halt nicht so viel gesprochen und auch nicht so viel geschrieben, sondern auch jetzt gerade, ja, seit Mai waren die Kryptopreise also wirklich deutlich runtergegangen. Und klar, ein paar Firmen sind vielleicht auch kleiner geworden und da haben auch ein paar Leute verloren. Aber die Techniker sind alle noch da und programmieren immer noch weiter, auch wenn es quasi momentan kaum einer merkt. Das ist schon wirklich faszinierend, wie dieses Ökosystem sich quasi weiterentwickelt, automatisch. Sehr schön, wir sind soweit zum Ende. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke und wir wünschen noch einen schönen Tag. Dankeschön.